Hey, heute per Story ein wichtiger, aber kurzer Input und am Ende mit einer Überraschungsankündigung für die nächsten Wochen. Weißt du, Jesus sagt, folge mir nach. Aber was heißt das eigentlich, nachzufolgen? Also, um es kurz zu machen, worum es Jesus hauptsächlich geht und worum es auch im biblischen Christentum hauptsächlich geht, das ist Versöhnung. Und das fängt damit an, dass du und ich mal tief in den Spiegel schauen und in unserem Gewissen ehrlich einsehen, dass wir häufig nicht nach der Bestimmung leben, zu der du und ich geschaffen worden sind. Nämlich das Ebenbild vom perfekten Gott zu sein. Ja? Seine Gesprächspartner und Verwalter seiner Erde. Diese Bestimmung, die verfehlen wir. Ziemlich häufig und ziemlich grundlegend. Ja? Wir begehen immer wieder kleine und große Sünden gegen das moralische Gesetz. Und eines Tages werden du und ich für unsere Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Das heißt, das jüngste Gericht. Das ist jetzt die schlechte Nachricht gewesen. Die gute Nachricht ist, dass Gott dich so sehr liebt. Und deswegen hat er im heutigen Israel, im April des Jahres 30 nach unserer Zeitrechnung, einen groß angelegten Rettungseinsatz gestartet. Gott wurde Mensch und lebt ein perfektes Leben und wird danach zu Unrecht zu Tode gefoltert. Das haben die meisten schon mal irgendwie irgendwo gehört. Aber ist dir und mir immer klar, was das eigentlich bedeutet? Das bedeutet, dass damit die Strafe für deine und meine Verbrechen abgegolten sein kann. Weißt du, vorbei, vergeben, finito. In der Bibel heißt es dazu, der Schuldschein ist zerrissen, ungültig gemacht. Stell dir mal vor, deine Strafzettel würden entwertet werden und dein Studienkredit wäre getilgt. Das wäre doch schon eine Erleichterung und das hier ist so viel größer. Und diese Vergebung, diese Begnadigung beim jüngsten Gericht, die steht jetzt dir und mir und jedem hier offen. Gott fragt dich, willst du sie haben? Weil du kannst dich nur vor der Verurteilung begnadigen lassen. Um diese Vergebung zu bekommen, ist es wie im sonstigen Leben. Was du getan hast, muss dir wirklich leid tun. Und du musst Gott um Entschuldigung bitten und dich dafür entscheiden, dass das für dich auch persönlich gelten soll. Dass Jesus für dich persönlich gestorben und auferstanden ist. Und in dem Moment wirst du vom Tod zum Leben übergehen und Gott wird dir deine Verbrechen in derselben Sekunde vergeben, der Schuldschein ist zerrissen und dir ewiges Leben schenken. Solltest du diese Entscheidung, diesen Freispruch für dich persönlich anzunehmen, noch niemals getroffen haben, noch niemals in einem freien, persönlichen, direkten Gebet mit Gott klargemacht haben, worauf wartest du? Mach es! Weißt du, ganz ehrlich, seit du angefangen hast, dieses Video zu schauen, sind jetzt, seit dem Anfang dieses Videos, schon über 280 Menschen gestorben. Und du weißt nicht, wann du an der Reihe bist. Übrigens, jetzt sind es schon 290. Und das ist es, worum es im biblischen Christentum geht. Erstens Reue und zweitens Versöhnung und Begnadigung für uns verbrecherische Menschen. Worum es hier auf diesem Kanal geht, das ist der dritte und letzte Schritt. Nachfolge. Weißt du, Nachfolge heißt sowas wie einen gottmäßigen Alltag leben. Sowas wie jeden Morgen in der Bibel lesen. Sowas wie täglich im Gebet, im Gespräch mit Gott sein. Dich einer bibeltreuen Gemeinde oder auch einem Hauskreis anschließen, dich ehrenamtlich engagieren. Das sind Dinge, die können niemals nie die Reue und die Begnadigung ersetzen. Aber sie sind unsere Antwort auf unseren Freispruch aus Dankbarkeit. Und was ich hier auf diesem Kanal mache, ist deine Fragen zur Nachfolge beantworten. Nämlich erstens, Nachfolge verstehen. Du kennst das aus der Offenbarung, wo es heißt, selig sind die Leute, die diese Worte verstehen und bewahren. Und das ist mir super wichtig. Weißt du, ich habe damals Bibelwissenschaften an mehreren Unis studiert. Ich habe jedes Lehrbuch verschlungen, was ich anfassen konnte. Und das war total demütigend, einzusehen, was ich alles nicht weiß. Und von dem wenigen bisschen, was ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten begriffen habe, will ich hier auf deine und eure Fragen eingehen, damit die bibeltreuen Grundlagen glasklar bleiben. Zweitens, Nachfolge leben. Kennst du aus der Genesis, wo es heißt, du sollst ein Segen sein. Siehst du, ich habe viele Jahre eine Beratungsstelle aufgebaut und geleitet und da durfte ich tausenden Menschen durch Beratungsstunden und Workshops helfen, ihr Leben ein klein bisschen besser zu meistern. Und hier wollen wir auf biblischer Grundlage damit weitermachen, weil bei Nachfolge leben geht es darum, die biblischen Basics zu übersetzen und auf biblischer Grundlage deine und eure Alltagsherausforderungen zu beantworten. Und dritter Punkt, das Thema, bei dem so viele Leute nachgefragt haben, nämlich Nachfolge verteidigen. Das kennst du aus dem 1. Petrusbrief, wo es heißt, seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen für die Hoffnung, die in euch ist. Vielleicht hast du es auch schon beobachtet. Die Lage ist angespannter geworden. Weißt du, dass bestimmte säkulare Zeitungen und Medien
jedes Jahr die gleichen drei bibelfeindlichen Artikel rausbringen. Daran mussten wir als Christen uns irgendwie schmerzhaft gewöhnen. Aber mit welcher Schärfe, mit welcher Selbstverständlichkeit, ja, manche bibeltreuen Christen letztes Jahr angegangen wurden und manche bibeltreuen Gruppen diffamiert wurden, vor allem die Selbstverständlichkeit da drin. Das ist kein gutes Vorzeichen und das haben wir alle mitbekommen. Und wie sehr viele von euch, denke auch ich nicht, dass das besser wird. Also müssen du und ich besser werden. Wir Christen, wir müssen besser wissen, worum es uns geht und wie wir in dieser Gesellschaft navigieren, ohne unterzugehen, und wie wir als Minderheit einer säkularen, einer weltlichen Gesellschaft auf ihre kritischen Fragen antworten können. Deshalb hilf mir dabei. Mit deiner Hilfe kann ich bis jetzt schon regelmäßig über 40.000 Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit biblischen Inputs versorgen. Und was ich für die nächste Zeit vorbereitet habe, geht von der Reichweite weit darüber hinaus und wird jede Woche drängende inhaltliche Fragen komplett auf den Punkt bringen. Dafür habe ich über 30 verschiedene biblische Tools und Online-Challenges dafür erstellt, die ich allesamt verschenke und die bis jetzt schon tausenden Menschen geholfen haben. Das neue Buch Kein Gott ist auch keine Lösung ist seit Februar 2021 in jedem Buchladen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bestellbar. Und jeder Leser erhält gratis das komplette E-Book, das komplette Hörbuch und, Überraschung, eine vollständige Online-Challenge dazu mit Videos, Begleitblättern, Worksheets und ähnlichem, wie du sprachfähiger Christ werden kannst. Es wird Inputs geben auf Pinterest und TikTok, es wird Podcasts geben auf Spotify und auf iTunes. Und mehr noch, jede Woche werden wir einen Video-Input zu Fragen aus der Community haben. Ja? Die harten und die schwierigen Fragen, die wollen du und ich gemeinsam angehen. Was sagt die Bibel, wie du in den Himmel kommen kannst? Dazu werde ich eine eigene Video-Challenge hier veröffentlichen, wie man sich eigentlich bekehrt und Christ wird und die uns, ja auch dich und mich, an die Basics erinnern soll und die einschleifen. Dann kannst du die an deine Freunde und Bekannten weiterschicken. Es wird Videos geben zu, wie antwortest du auf liberale Kritik an der Bibel und auf Traditionschristentum? Wie gehst du mit einer sexualisierten Gesellschaft um? Ja? Wir werden eine Videoreihe zum Thema Gebet machen und zu den 7 Sendschreiben der Offenbarung zum Ende der Welt. Wir werden uns Worship-Songs und Blockbuster-Filme auf ihre biblischen Motive hin angucken und abklopfen und auch kritische Themen ansprechen, wie Drogen oder Horoskope oder Esoterik und Sekten und Verweltlichung und so viel mehr. Und welche Gebote heute noch aktuell sind und woher du weißt, was in der Bibel übertragen gemeint ist und was eigentlich nicht. Du, das werden fantastische Monate und wir beide werden eine Menge Spaß miteinander haben und eine erfüllende und abenteuerliche Reise gemeinsam miteinander unternehmen nach dem Motto Mach dich Hashtag Bibelfit. Und du kannst mir dabei helfen. Du hast dieses Video hier auch bis hierhin geguckt, also kann es dir nicht völlig egal sein, oder? Wenn es dir auch so geht wie einer wachsenden Anzahl von Menschen hier in der Community und der Herr es dir aufs Herz legt, dieses Projekt jetzt schon in den Kinderschuhen finanziell zu unterstützen, wo es am wichtigsten ist, kannst auch du gern der Bibelfit Supporter Crew beitreten, wo wir regelmäßig digitale Gebets- und Austauschtreffen haben und du und ich uns face-to-face online unterhalten können. Falls das für dich gerade nicht dran ist, total okay, kannst du immer diese Videos hier liken, kommentieren, in Chatgruppen teilen, das ist so hilfreich und, weißt du was jetzt kommt, die Glocke drücken. Weil damit bekommt Social Media ein Signal, dass solche Inhalte hier tatsächlich geguckt werden und verbirgt es nicht. Sehr wahrscheinlich übrigens würde auch dir dieses Video hier nicht angezeigt, wenn nicht schon hunderte und tausende Menschen vor dir das gemacht hätten. Also vielen Dank dafür. Ich bin Markus Voss und ich freue mich auf die nächste Zeit mit dir. Bis nächste Woche.